Einer der Männer der ersten Stunde auch. Ja? Und die erste Rede bei ihrer goldenen. Ja, ja. Es gibt wenige Menschen, die man so zweifelsfrei und so voll tiefer Bewunderung als einen der Väter der deutschen Einheit bezeichnen kann, wie Hans-Dietrich Genscher. Eben dieser Hans-Dietrich Genscher hat mir einen Brief geschrieben, in dem er über Jochen Wolf sagt, sein Werk, die Super-ILU, ist für mich mehr als nur ein journalistischer und verlegerischer Erfolg. Es ist ein wichtiger Beitrag zur inneren Vereinigung unseres Landes. Mit Ihrem Weggang, lieber Jochen Wolf, geht nicht nur eine Dienstzeit zu Ende, sondern wirklich eine echte Epoche. Für diese vielfältige mediale Arbeit an der inneren Einheit unseres Vaterlandes haben Sie im letzten Jahr zu Recht das Bundesverdienstkreuz bekommen. Kann man das eigentlich noch überbieten? Eigentlich wohl kaum. Höchstens bestärken mit dem Satz, Sie, Jochen Wolf, haben uns ein Stück Identität geschenkt. Und nun geht der Blick und die Kamera auf Sie, denn Sie sind wirklich der Held und derjenige, der dieses ins Leben gerufen hat. Ich wüsste gar nicht, ob es eigentlich die Super-ILU ohne Sie noch gäbe. Es kam so viel Turbulenz, ich will da gar nicht davon reden. Und Jochen Wolf hat das alles durchgezogen und gemacht. Und wie der Jochen Wolf Grenzen überwindet, wie er Denkmuster aufbricht, das macht Ihnen keiner nach. Das ist Ihre Leistung. Ikone, eine Ära. Ich habe mir natürlich gedacht, die zwei Begriffe, ein bisschen viel ist es schon, aber ich habe mich auch nicht dagegen gesträubt, dass es dann dastand. Und dann habe ich es einfach für mich auf Bayerisch übersetzt, weil das Bayerische nimmt ja aus vielem das Pathos. Und deswegen lassen Sie mal versuchen, eine Ikone, also Ikone, das heißt für mich Ikons. Und eine Ära, das heißt für mich ERA. Also, so habe ich das.